Stefan Meross, Anna Karina Wojcik. Jetzt hat er alles verloren. Stefan Meross steht 8 Wochen nach der offiziellen Trennung vor den Scherben seines Glücks. Er hat alles verloren. Frau weg, Wohnmobil weg, Dackel weg. Und bald auch die Millionenvilla weg. Stefan Meross hat es aktuell alles andere als leicht. Tiefpunkt seines Leidensweges. Vor ein paar Tagen rauschte seine noch Ehefrau Anna Karina heran, um ihr Hab und Gut aus dem gemeinsam erbauten Haus zu holen. Sie kam nicht allein, sondern hatte ihre neue Liebe, Manager Daniel Böhm aus Österreich, dabei. Ach ja, die beiden kamen gerade aus dem Kuschelurlaub. Doch begann Stefan einen Rosenkrieg oder zeigte Platzhirschgehabe? Von wegen. Es ging harmonisch zu in der angespannten Liebeslage. Kein Wunder, denn Stefan Meross tanzt noch immer nach Anna Karinas Pfeife. Eine Musikanlage in den Kofferraum? Gerne, Schatz. Ein paar Klamotten auf den Rücksitz? Natürlich, Schatz. Auch wenn er die Hände immer wieder tief in die Taschen vergrub und den Blick auf den Boden senkte, der Moderator bewahrte Haltung. Obwohl sich jeder vorstellen kann, wie er sich bei diesem Abschiedsbesuch gefühlt haben muss. Der Musiker will nur eines, das Kapitel Anna Karina abhaken. Einen Neuanfang, ohne alles, was er liebte. Dackeldame Lotti, das Scheidungskind, bleibt bei Mama. Und die Villa bei Passau steht zum Verkauf. Stefan Meross versuchte sogar, sich mit TV-Sternchen Evelyn Bodecki zu trösten. Sein Typ ist sie, mehr als ein Flirt war jedoch nicht drin. Aber er glaubt fest an sein Happy End in Sachen Liebe.